Herzlich willkommen zum Passionsimpuls in der stillen Woche, die meistens alles andere ist als still. Ich möchte Sie einladen zu einer kurzen Ruhepause in einer lauten Zeit, die das Leid der Welt zuweilen aus den Augen verliert. Bilder von Sieger Köder werden uns dabei begleiten. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Gott reißt den Vorhang entzwei. Der Vorhang öffnet sich und wir bekommen einen freien Blick auf Gott, auf das sozusagen Allerheiligste, eigentlich ja verborgen, denn wer könnte Gott schauen, wer könnte Gottes Angesicht ansehen, ohne geblendet zu werden? In der Tat, wer kann diesem Anblick standhalten? Gott am Kreuz. Haben wir uns Gott so vorgestellt? Ist das seine Allmacht? Am Kreuz blicken wir Gott ins Angesicht. Gott zeigt uns, was der Mensch aus Gott gemacht hat. Und damit wir das überhaupt begreifen, ja wahrnehmen können, erscheint Gott als Mensch, als zunächst Säugling, als Vertriebener, als Heiler und zugleich auch immer wieder als gedemütigter, als verurteilter, hingerichteter Mensch. Wir schauen Gott von Mensch zu Mensch. Schmerz, Angst, Verzweiflung, das ist Gott. Ich sehe Blut und Wunden, Tränen und Schweiß, ich sehe den Tod. Auch das ist Gott. Ich sehe in das Angesicht Gottes und sehe meine Schuld, mein Versagen im Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. Ja, mein Versagen im Bemühen um gerechte Lebensverhältnisse für alle Menschen. Mein Versagen, wenn Menschen gedemütigt werden. Ich war hungrig, sagte Jesus einst, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Und wir fragen ihn: Sag mal, Jesus, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig oder ohne Unterkunft, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und darauf Jesus: Die Hilfe, die ihr den ärmsten und geringsten Menschen verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Maria kniet betend zu seinen Füßen. Hab Erbarmen. Amen. Und auch die anderen scheinen irgendwie erschrocken über das, was gerade geschieht. Der Vorhang öffnet sich und ich sehe die himmelschreiende Ungerechtigkeit, das Leiden der Welt im Leiden Gottes. Der Vorhang zerreißt und gibt den Blick frei auf das, was Menschen einander antun. Angst, Schuld, Schmerz, Tod. Gott kennt das alles. Denn ihm wurde das alles zugefügt, hat es am eigenen Leibe erfahren müssen. Angst, Schuld, Schmerz, Tod. Sind im Allerheiligsten angekommen. Sie sind bei Gott. Und er hält das aus, trägt es, läuft nicht fort, bringt sich nicht in Sicherheit, sondern bleibt bei allen, die in Angst, Schuld, Schmerz und Tod sind. Er bleibt. Ich wünsche uns in der stillen Woche Zeit, beieinander zu bleiben.